Wenn es um das ganzheitliche Produktionssystem geht, operative Exzellenz, wie wichtig ist denn da die Qualifizierung der Mitarbeiter, der Beschäftigten? Die Qualifizierung ist das A und O, weil das, was wir produzieren, muss jemand tun, auf der einen Seite. Es muss aber auch geplant werden und das kann nur durch qualifizierte Mitarbeiter und Kollegen gemacht werden. Und daher ist die Qualifizierung das A und O, die Schlüsselkomponente zum Erfolg eigentlich. In diesem Rahmen, oder das war sicherlich auch der Antrieb dafür, sich als Unternehmen in dieses Projekt mit einzubinden oder einbinden zu lassen. Was war so ein bisschen die Motivation noch? Warum machen Sie mit bei Telias? Ganz einfach, weil wir hier einfach einen Projektrahmen gefunden haben, der für uns sehr wichtig ist, weil wir hier zum einen Projektpartner haben, deren Qualifizierungsprojekte sich sehr gut ergänzen. Wir haben hier ein Projekt oder ein Firmennetzwerk, das sich sehr gut ergänzt und wir hier sehr gut uns austauschen können und weitere Impulse uns gegenseitig geben. Und das Letzte ist natürlich und sehr wichtig auch, dass dieses Projekt von den Tarifparteien getragen wird und wir dadurch auch sicherlich die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern da sicherlich hoffentlich auch weiter ausbauen und weiter fortführen werden. Was sind denn für Sie oder welches sind für Sie Themen, wichtige Schwerpunktthemen innerhalb oder im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen? Qualifizierung in Hinsicht, bleiben wir beim Industrial Engineering mit den Themen Arbeitswissenschaft, Arbeitswirtschaft und ganzheitliche Produktionssysteme. Darin haben Sie ganz viele Themen. Es geht los bei der Arbeitsgestaltung, bei der Arbeitsplatzgestaltung, bei der Ablaufgestaltung und das hört sicherlich dann nicht bei den Arbeitszeitthemen oder Entgeltthemen auf. Das muss ein System sein, da muss eins zusammen zum anderen passen und das ist eigentlich auch das die Kunst, die wir hier zusammen versuchen aufzubauen, nämlich hier ein Räderwerk miteinander zu zahlen, das etwas Produktives, Ganzheitliches für das Unternehmen und natürlich auch für die Mitarbeiter dabei rauskommt. Ein Blick in die Zukunft. Für wie wichtig halten Sie überhaupt solche Förderprogramme, die jetzt auch durch die Bundesregierung unterstützt werden, durch die EU unterstützt werden? Muss man da einfach mitmachen? Muss man mitmachen. Das sind Trigger auf jeden Fall. Wir wären sicherlich nie in dieser Runde zusammengekommen, hätten sicherlich das eine oder andere Thema vielleicht gar nicht erst zumindest in dieser Tiefe oder in dieser Ausprägung angesprochen. Und so sind es auf jeden Fall sehr wichtige Kristallisationspunkte, wo man einfach sich dann auch weiterentwickeln kann, was man vielleicht alleine nicht so getan hätte und deswegen durchaus wichtig sind. Also gehen auch bestimmte Impulse aus, kann man sagen, von genau, diesem Projekt. Genau, diese Impulse sind es, die es dann interessant machen, in diesen Projekten dann teilzunehmen.